Hey Leute, was geht ab? Ich bin's wieder, euer Bonito. Wir nehmen euch heute mit zum Hechtangeln an einem Berliner Gewässer. Und das Motto für heute lautet: Angeln auf Hecht und das so einfach wie möglich. Ich werde meine Rute nehmen, meine Rolle, meinen Kescher und insgesamt auch nur 4 Köder. Und mit den Ködern werde ich euch beweisen, dass es funktionieren wird. Auf geht's! So, mit der Fischroute-App haben wir jetzt nochmal den nächstgelegenen Angelshop aufgesucht, weil wir jetzt nämlich noch Stahlvorfächer brauchen. Und ja, hier sind wir schon und da gehen wir jetzt rein. So Leute, wir haben das Wichtigste, wir haben Stahl gekauft, jetzt geht's ans Wasser. Ich möchte euch ganz kurz was zu meinem Tackle erzählen. Ich habe hier eine 2,40 Meter Rute zum Hechtangeln vom Boot. Sie sollte nicht zu weich sein, damit man auch wirklich den Anhieb durchbekommt. Auch eine etwas größere Rolle. Wichtig ist wirklich, dass die Bremse funktioniert, weil ihr werdet sehen, wenn ihr einen guten Hecht dran habt, dann wird dieser Hecht Schnur von eurer Rolle nehmen wollen. Da müsst ihr die richtige Bremseinstellung schon im Voraus gesetzt haben. Nicht zu weich, nicht zu hart, sodass der beim Anhieb noch keine Schnur freigibt am besten, sondern erst, wenn der Fisch wirklich ziehen möchte. Und ja, zum Vorfach, ganz simpel, ich habe hier einfach einen No-Knot-Wirbel rangemacht. Nicht viele sind Fan davon, ich finde die Dinger Hammer, weil es geht wirklich erstens verdammt schnell und sie haben einfach eine sehr, sehr hohe Tragkraft. No-Knot, weil es heißt, man benutzt einfach keinen Knoten, sondern man wickelt die Hauptschnur einfach nur 5, 6, 7 Mal rum und dann ist das Ding fest. Ja, ansonsten hier Stahlvorfach und dann geht es auch eigentlich schon los. Ne? Stahl wichtig beim Hechtangeln, die wisst, die Hechte haben Zähne. Ganz kurz zu meinen Ködern. Ganz simples Angeln. Heute stelle ich euch nur 4 Köder vor, mit denen ich fangen werde. Einmal den Gummifisch. Also die Gummifische kann man verschieden führen. Man kann sie zum einen sehr tief führen, aber auch sehr flach. Ich mache jetzt hier eigentlich kein Angstdrilling ran, weil der so klein ist, dass die Hechte den locker packen. Im zweiten Köder habe ich den Spinner gewählt, ein 5er Maps. Spinner geht immer, bin ein riesen Fan von den Maps, weil die einfach gut laufen. Zum Führungsstil erzähle ich euch später noch ein bisschen was. Dann habe ich einen Jerkbait, den kann man schön durchs Wasser gleiten lassen. Und um nochmal einen Kontrast zu bilden, habe ich einen Swimbait gewählt, der sehr auffällig ist, läuft unglaublich natürlich, um nochmal zu schauen, falls die Fische sehr scheu sind heute und vielleicht mal doch einen bestimmten Reiz brauchen. Gerade auf Spinner gewechselt und dann meinte ich noch, ich sag euch, Spinner geht immer. Ist kein so großer, aber ohne Spaß. Da kam ein fetter Barsch hinterher. Da war einfach mal ein dicker Barsch. Das ist sehr krass aus. Und der hat eine richtig heftige Bisswunden. Ja. Yes. Mini-Pike, aber Hauptsache Pike. Richtig geil. Da habe ich einfach auf Spinner mal gewechselt, weil ich dachte, vielleicht brauchen die ja heute ein bisschen mehr Druck. Ist ja auch ein bisschen bewölkter. Ja, und gleich beim allerersten Wurf, ich schwör's, hat's geklappt. Deswegen sage ich, der Spinner gehört immer in eine Box rein. Und ja, die Führung ist eigentlich ganz easy. Einfach auswerfen und ganz langsam einkurbeln. Ihr spürt den Druck in eurer Rute. Und solange ihr den Druck spürt, wisst ihr, dass der Köder ganz gut läuft und dass ihr alles richtig macht. So Leute, der zweite Pike ist eingestiegen. Leider hatten wir die Kamera zu spät an. Richtig nice. Auf jeden Fall mega, dass es so gut klappt. Ja, was sollen wir sagen? Ich glaube, die Mission ist mittlerweile schon geglückt. Mal gucken, alles andere ist extra. So Leute, beim Kiemengriff ist es wichtig, dass ihr quasi nicht zwischen die Kiemen greift, sondern zwischen dem Kiemendeckel und dem ersten Kiemenbogen. Genau, dafür rückt ihr den Kiemendeckel ein bisschen hoch, geht da drunter, fasst mit euren Daumen genau hier auf diese Fläche, drückt gut zu und dann könnt ihr den hochheben. Wenn ihr Hechte an einem See fangen wollt, dann müsst ihr euch markante Stellen suchen. Stellen wie zum Beispiel überhängende Bäume, Steganlagen oder auch Schilfkanten. Dort sammeln sich die Brutfische und da lauern die Hechte dann und schnappen dann zu. Stell dich darauf ein, dass immer gleich ein Biss auch kommen kann. Hier. Stehen hier. Fisch. Oder? Ja. Oh, es ist ein Barsch. Alter, man ist ein Barsch.
lustigerweise ist jetzt was eingestiegen. Ja, und schaut her. Das ist kein Monsterbarsch, sondern einfach eine Monsterschleie. Ey Leute, ziemlich krass. Und die hat regulär gebissen, ja. Ich glaube, ich muss die Aufnahme auch auf der GoPro haben. Ziemlich krank. Ja. 42er Monsterschleie. Geil. Hammer. Come on, baby. Das ist ein bisschen besser auf der Tüte. Und das auf Gummi. Wuhu! Yeah! Ah, Mann, richtig geil. Es geklappt hier. Wuhu! Ist doch mal schon mal ein ordentlicher Pike. Deswegen mal ein Pike. Yeah! Ja Leute, wir hatten einen geilen Tag, wir haben echt einige Hechte gefangen. Dann noch diese mega Überraschung mit der fetten Schleie, einfach nur übertrieben geil. Ja, wir hoffen, wir konnten euch mit dem Video so einiges erklären. Ich hoffe, ihr nehmt ein bisschen was mit. Das Wichtigste ist wirklich, geht raus, geht ans Wasser und probiert es einfach aus. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst uns doch bitte ein Abonnement oder gebt uns ein Like. Teilt dieses Video und gerne könnt ihr auch immer wieder in die Kommentare was reinschreiben, wenn ihr noch Fragen habt zum Hechtangeln, die beantworten wir euch natürlich gerne. Von daher bis zum nächsten Mal.